Hallo und herzlich willkommen zum heutigen WinLab Talk, der zweiten Folge von unserem Maker Podcast. Heute sitzt Kilian mir gegenüber, unser ehemaliger User und gegenwärtiger Mitarbeiter hier im WinLab. Danke, dass du heute meine Einladung angenommen hast, dass du hier heute bei uns bist. Und ich habe gleich ein paar schöne Fragen an dich. Erste Frage, kannst du dich irgendwie so ganz kurz vorstellen, wer bist du und wie bist du auf das Lab gekommen? Ja, hi, ich bin Kilian. Danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich. Ja, ich bin jetzt durchs Studium hierher gekommen. Und zwar war das noch vor einem Dreivierteljahr. Habe ich hier angefangen und musste ein Projekt umsetzen für Projektmanagement. So, du Und studierst ja Automatisierungstechnik. genau, ich Hier studiere an der Auto. TH Wildau. Genau. Ja, und dann bin ich hierher gekommen, um Papa auszulasern. Was auch sehr witzig war. Genau, und dann So, also hast du dann war ich im hier. Internet nachgeschaut oder hast du da unseren Aufsteller auf dem Campus gesehen oder wie bist du denn darauf gekommen, dass es hier überhaupt einen Makerspace gibt? Ja, wir haben die Werbung gesehen Ja. und sind dann halt über die Webseite, wussten wir halt, wann hier offen ist, wann wir herkommen können. Genau, da konnte man ja auch noch herkommen. Das war ja bevor die Schließung Stimmt, das anfing. war Genau dazwischen. ja Bei letztes Jahr der. im Oktober irgendwann oder Genau, so. genau. Ja, und dann gleich beim ersten Mal, als du hier reinspaziert bist, hast du gleich gefragt, ob du hier zu arbeiten anfangen kannst. Oder war das Genau. beim ersten Mal, Ja, oder? ich hatte vorher schon die Stellenausschreibung gesehen. Und ja, ich war ziemlich überzeugt hier, als ich hier angekommen bin. War sehr schöne Atmosphäre. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dann konnte man ja schon mal fragen. Oder? Ja, genau. Und jetzt bist du hier seit Januar Genau. angestellt als studentische Hilfskraft. Beziehungsweise ich weiß ja gar nicht, wie das ist. Wissenschaftliche Hilfskraft ohne akademischen Grad. Keine Ahnung, oder sowas, glaube ich. Genau. Auf jeden Fall das gleiche wie ich. Ja, und bist hier für hauptsächlich 3D-Druck zuständig, oder? Genau, also alles, was so 3D-Druck, Elektrotechnik und halt Reparatur, Instandhaltung von den 3D-Druckern ist. Genau, Aber das. nicht nur das, oder? Genau, nee, Du ich habe bist noch. ja Mechatroniker, Ausgebildeter und deshalb kennst du dich ja auch super mit Elektrotechnik aus. Also da haben wir auf Insta dich als unseren Ansprechpartner, wenn ihr Genau. Fragen rund um das Thema Ja. Elektrotechnik habt. Da bin ich auch immer für zu haben. Das ist auch ein gutes Thema. Ja. Aber das ist nicht die interessanteste Sache, was ich hier heute über dich erzählen wollte, sondern du arbeitest hier zwar in einem Makerspace, aber mit der Zeit haben wir herausgefunden, dass du quasi einen Makerspace zu Hause hast, im Keller. Mehr oder Ist weniger, ja. ja, mehr oder weniger. Ja, was hast du denn alles da? Welche Geräte? 3D-Drucker weiß ich. Genau, ich Was habe noch? genau zwei 3D-Drucker sind, eine CNC-Fräse, eine Drehmaschine, naja, und ein paar Handwerkzeuge, ne? Eine Bohrmaschine ist auch dabei und so. Alles, was man Also in einer Werkstatt so genau, braucht. so typische Werkstatt, nur ein bisschen ausgebaut, würde ich es vermuten. Welche 3D-Drucker denn? Einmal den Quality CR10 S5, das ist so ein ja, DIY-Kit, Aufbau-Kit, genau. Und dann einen Eigenbaudrucker. Genau, da ist die bisschen der Technik vom Arnet A6 noch über, aber nicht viel. Ist vielleicht eine ganz erwähnenswerte Sache. Hier bei uns im Lab gibt es eigentlich Drucker, also diese BCN 3D, auch der da, den man hier im Hintergrund sieht. Das sind etwa schon vollständige Drucker, die man einmal hier aus der Kiste rausnimmt und dann einfach gleich anfangen kann zu drucken. Das ist der komplette Gegensatz zu so einem Bausatz. Was findest du denn besser? Seinen Drucker, was man einfach selber bauen kann oder sowas, was halt cooler aussieht, seien wir ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Das macht auf Oder jeden Fall mehr her, ne? ja, was findest du besser? Ja, genau, das ist halt die Sache, ne? Man muss halt immer abwägen, wofür man es benutzt. Also für hier, so als Makerspace, als irgendeine Produktion, die wirklich
zeitorientiert ist, ist ein Fertigdrucker halt tausendmal besser. Er ist schon zuverlässiger. Man hat halt mit dem Eigenbaudrucker immer irgendwelche Probleme oder ärgert sich mit irgendwas rum. Aber man sammelt halt auch viel mehr Erfahrung, ne, beim Bau, sowas halt. Ja. Das Und ist, ist ja, günstiger. da bin ich ganz bei dir. Also für jemanden, der über 3D-Druck super viel herausfinden möchte, was lernen will, dann sein Bausatz ist wirklich das Beste, damit man das ganze System, die ganzen Komponenten kennenlernt. Also das kann ich selber bestätigen. Hier bei mir war das eigentlich eher umgekehrt. Ich habe zuerst angefangen zu drucken und bin davon ausgegangen, dass alles funktioniert. Und erst wenn dann die ersten Probleme kamen, habe ich mich dann damit beschäftigen müssen, woran könnte das denn eigentlich liegen? Und erst dann habe ich mit der Zeit dann gelernt, wie die Drucker eigentlich funktionieren. Bei so einem Bausatz ist es eher umgekehrt, dass du das schon ja, während des Bauprozesses verstehen musst. Und ja. Ja, es kommt auch immer drauf an, ne? Also wenn man so einen fertig gekauften Bausatz hat, gerade beim Creality ist es so, der ist halt in 5 Teile oder so zerlegt. Ja Der kommt gut, in kommt fünf auch an Teilen welcher an, Bausatz, dann ja. schraubst du die 5 Teile zusammen und dann hast du auch einen kompletten Drucker. Genau, da muss man halt auch immer gucken. Ja, die Sache ist halt, bei dem kannst du sehr wenig anpassen. Also wenn, Das stimmt, ja. ja, wenn du Das da ist was so. ändern willst, dann hast du quasi keine Möglichkeiten. Bei seinem Bausatz gibt es da super viele Genau, beziehungsweise wenn man den Modifizierungsmöglichkeiten. eh selber baut, also da sind halt auch viele Teile, die ich selber konstruiert habe. Und da kann man ja jeweils dann eh die Sachen besser anpassen, weil du ja schon die Zeichnung hast. Du hast ja die Modelle schon. Ja, genau. Das ist schon deutlich, also anpassungsfreundlicher und auch flexibler, würde ich es nennen. Ja, schon. Aber zum Beispiel. Aber genau, für eine Firma oder für einen Makerspace, wo man sich wirklich darauf verlassen muss, dass das Ja. funktioniert, beziehungsweise dass man das schnell in Betrieb bekommt, Ja. ist ja klar, dass man eher was Fertiges Und du kauft hast einen als. Support, der dir Ersatzteile schickt, ne? Ja, Das hast das. du da halt nicht. Ja. Und gerade wenn man nicht einfach bei Amazon so bestellen kann oder so, wenn man immer auf Rechnung kaufen muss, ist das halt schon angenehmer, wenn man einfach das über einen Support machen kann. Ja. Stimmt, hat also Vor- und Nachteile. Gut, also 3D-Drucker ist halt wahrscheinlich das Gerät, was du hier am häufigsten benutzt. Hast Genau. du ja auch, wie ich hier sehe, in unserem bei unserem kurzen Interview während unserer Vorstellung auf Insta gesagt. Ja, genau. Genau, da saß ich Der ja BCN hier, 3D Sigmax ist der Drucker, den du am meisten nutzt. Habe ich jetzt quasi von unserem Insta-Post zitiert, als wir da Kilian vorgestellt haben. Genau, dann technisch, was noch? Womit kannst du denn hier arbeiten? Und was sind denn deine Lieblingsgeräte? Ja, naja, also Lieblingsgerät ist wirklich der Sigmax, weil der halt wirklich schnell druckt mit gutem Bauraum. Wieso nicht der da? Ja, der ist zu Mainstream, Gemeine den wollen alle. Und ich Frage. wollte den nicht klauen. Nee, ist ein super Drucker, ich mag den auch echt gerne. Aber der hat halt auch die 04er Düse. Gut, letztens hat er die 08er gehabt, aber. Hat die jemand getauscht? Weiß auch nicht. Vielleicht für einen Mülleimer. Ja genau, der hat ja immer die 06er Düse bei uns. Und jetzt gerade mit dem OBS-Projekt, mit dem Open Bike Sensor. Ja, sonst halt den Schneideplotter fand ich auch sehr angenehm. Der macht auch echt Spaß. Ja, und sonst halt alle 3D-Drucker fast, die wir hier haben. Also Genau, hier oben auf der Markforged haben Etage. wir auch zusammen gemacht Genau. oder du hast mich bei meinem Workshop unterstützt. Ja. Genau. Ja, sonst jetzt auch der Big Rap ist auch gerade hoch im Kurs. Mit dem habe ich mich auch gut angefreundet. Ja, cool. Ja, sonst. Genau, dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was du schon kurz angesprochen hast. Habe ich hier auch mit meiner Liste. OBS, Open Bike Sensor. Das ist auch so ein Thema, mit dem du dich jetzt in der letzten Zeit befasst hast. Was ist das? Kannst du ein paar Grundinfos dazu erzählen? Ja, genau, da ging es halt darum, also es war mal eine Masterarbeit, die jetzt umgesetzt wurde. Und der Sensor soll jetzt halt ermitteln, wie dicht ein Fahrradfahrer überholt wurde von einem Wie Auto. funktioniert das? Also gibt es einen Genau, der Abstandssensor? hat links und rechts einen Ultraschallsensor und damit misst er dann halt. Man hat vorne am Lenker dann so ein Display,
Und da ist auch ein Knopf dran, womit man das dann quasi auslöst. Das ist ein roter Knopf, also als Panikknopf so dann. Genau, und dann werden halt die Abstände gespeichert, nach links und nach rechts. Und dazu dann auch jeweils die GPS-Position, also wo der Radfahrer sich befand. Genau, und dann wird das halt immer ausgewertet. Da soll dann zukünftig noch das dann so ablaufen, dass die Daten automatisch am Ende des Tages hochgeladen werden oder man das halt über die App dann macht. Also gibt es dazu auch eine App? Genau, du hast da einfach eine App für, womit du auch das Display konfigurieren kannst. Und du musst auch ja dann die Lenkerbreite einstellen, damit du den Referenzpunkt quasi hast für die Ultraschallmessung. Genau, und jetzt ist es halt so, das wird halt auf einer Micro-SD-Karte gespeichert und die schließt dann an den Computer an und kannst es dann auf deren Webseite hochladen, auf die Server. Ja, und dann, wenn es dann hochgeladen ist, also was ist dann das Ziel? Was will man damit erreichen? Ja, wenn das so gut läuft mit der Datenverwaltung, dann soll halt eigentlich festgestellt werden, wo so kritische Punkte sind. Wenn das dann mehrere benutzen, man halt sieht, dass an einer Stelle immer zu nahe Überholabstände sind, dass dann da halt gehandelt wird. Ne? Ja, das heißt bezogen jetzt auf die Straßen, auf die Genau, Infrastruktur, ja. sodass man dann sehen kann, wo dann halt Verbesserungsbedarf Genau. besteht, man dann vielleicht Ja, die Straße Achtung breiter machen kann. Fahrradfahrer dann. Genau. Genau, oder so ein Radfahrweg, wie jetzt in Berlin gerade gebaut wird, Ja. mitten auf der Straße. Ja, schön. Irgendwie sowas. Genau. Ja, und das habt ihr jetzt so als Workshop umgesetzt, oder wie man diesen Open Bike Sensor da baut oder wie das funktioniert? Genau, also es läuft so ab, wir drucken die Teile hier aus. Dafür bin ich hauptsächlich hier zuständig. Genau, und dann, wir haben jetzt den ersten Probeworkshop durch. Also die ersten 6 Stück haben wir im Workshop gebaut. Hat alles geklappt? Ja, das hat gut geklappt. Wir haben auch die Zeit gut genutzt, würde ich mal sagen. Wir haben schon gut den Zeitraum gefüllt. Aber auch Wie lange habt ihr denn gerade, dafür gebraucht? der war jetzt angesetzt mit 2 Arbeitstagen. Also ich glaube 12 Stunden insgesamt, 2 mal 6 plus Pause. Und wir hätten es auch schneller geschafft, aber wir hatten halt immer noch ein paar Kinderkrankheiten drin quasi. Also das wurde jetzt schon ein bisschen ausgebügelt. Und die nächsten werden, glaube ich, so in 1,5 werden wir die schaffen. Dann halt noch Reserve für Fehlersuche und sowas. Dann vielleicht noch ans Fahrrad montieren. Da sind wir uns ja noch nicht so sicher, wie das dann abläuft. Genau, und da gibt es dann hier auch direkt im WinLab ein paar Workshops. Genau, das wird auch noch laufen. Cool, also das gerne als Einladung. Genau, Auf dafür war es unserer gut. Webseite kann man da auch zeitnah nachlesen, was alles dieses Projekt beinhaltet. Ja, und jetzt kommen wir noch zu ein paar abschließenden Fragen. Und zwar, was war denn dein coolstes Projekt, so was du jetzt in der letzten Zeit verwirklicht hast? Gerne zu Hause mit deinen ganzen Geräten. Oder hier im Lab, du kannst gerne erzählen, was du so gemacht hast. Genau, also mein letztes größtes Projekt war halt mein Roboterarm, der Sechsachs-Roboterarm. Genau, der war auch tatsächlich von BZN 3D entwickelt. Ach so, ja stimmt, das hast du mir Ist ja damals genau, gezeigt. gleich. Ja, und Genau. was, wofür, was war denn dann die Idee dahinter? Ja, der war geplant für meine Kaffeemaschine, für meinen Kaffeevollautomat. Ja, und da war halt das größte Thema, ich wollte halt morgens Kaffee haben, ist alles schön und gut. Also die Maschine konnte sich von alleine einschalten mit dem Timer. Hat sie dann auch am Wochenende gemacht, aber war erstmal egal. Aber die spült ja immer. Und du musst, ich habe dann immer eine Tasse zum Spülen drunter gestellt und musste dann halt die Tasse wechseln. Und das sollte halt der Roboter machen und sie dann halt danach irgendwo zur Seite stellen erstmal, weil wenn die 10 Minuten oder so steht, spült sie halt wieder und dann hast du das Spülwasser drinne. Das sollte halt nicht passieren. Genau. Aber das hat leider nicht geklappt, weil die Tasse zu schwer war. Oh, hat nicht geklappt. So. Genau. Schade. Jetzt fährt er nur noch eine GoPro durch die Gegend. Auch eine schöne Anwendung. Genau. Ja, gut, also cooles Projekt. Und du hast da ja in dem Zusammenhang auch vorher schon was während deiner Ausbildung mit Robotern gemacht, oder? KUKA hast du mal erwähnt. Genau, Was ja. war da? Also, was hast du damit gemacht? Ich finde die Technologien, wenn man sich auf YouTube oder so KUKA-Videos anguckt, die sind immer cool. Ja, also man hat sie halt in der Industrie, sind sie überall mittlerweile, ne? So Montage, Roboterarme, da kommst du halt nicht mehr drum rum.
Ja. Und wir hatten halt drei Roboter, also drei KUKA-Roboter direkt. Einen ganz kleinen, so, keine Ahnung, 500 mm hoch, also einen halben Meter. Und dann halt bis zu einem recht großen, der konnte dann schon 25 Kilo heben. Da hast du dann auch schon Respekt, wenn du daneben stehst. Genau, und da habe ich dann halt, das war im dritten Ausbildungslehrjahr, stand das bei uns auf der Tagesordnung. Und ja, ich war so überzeugt davon, begeistert von der Technik. Und einfach auch so zu sehen, das selber zu programmieren, die Dinger. Die haben ja auch eine eigene Programmiersprache. Und ja, das war einfach cool. Gerade wir hatten ja auch nebenan direkt die Produktion, wenn du die da mal in Action siehst. Ja, und wir haben dann halt langsam angefangen. Ne? Wir haben erstmal ein paar Wo hast du denn Würfe deine gemacht. Ausbildung gemacht, Genau, wenn du es verraten darfst? ich habe meine Ausbildung in Marienfelde, beim Standort von Daimler gemacht. Genau, da habe ich meine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht. Genau. Ja, Die also. 3,5 Jahre, beziehungsweise ich habe den verkürzt auf 3 Jahre noch. Ja, und so habe ich ja, also so bin ich auch hauptsächlich auch hier gelandet, weil viele aus dem Unternehmen hier direkt an der Hochschule auch sind, halt denn meist berufsbegleitend. Genau, deswegen bin ich erstmal aufmerksam geworden überhaupt auf den Standpunkt. Ja. Und weil Und der so Campus landet echt man schön dann in ist. Wildau. Genau, so schnell kann es gehen, ne? Ja, irgendwie Ja. sind wir alle hier gelandet. Ja. Ja, ich meine, also es ist auch so schön, der Campus hier. In Ich kann Berlin mich findest auch du so nicht eine schöne Ecke beschweren. nicht eigentlich. Ich sage es immer wieder und ich sage es jetzt nicht deshalb, weil es hier aufgenommen wird, sondern weil ich das wirklich Keine Werbung und so. echt cool finde. Also nicht nur unser Lab, auch den ganzen Campus ist wirklich, wirklich Ja, und cool. die Größe macht es halt auch, ne? Also wir sind jetzt 17 Leute im Studiengang. Das Ja, kriegst du halt in Berlin nicht, ne? Also da, das stimmt. wenn du Da bist du eine anonyme Person. Ja, sehr schön. Dann sind wir jetzt fast am Ende. Jetzt noch eine abschließende Frage. Und zwar hast du eine Frage an mich, beziehungsweise etwas zuerst. Hast du etwas, was du gerne unseren Zuschauern sagen würdest, jetzt bezogen auf das Lab, auch irgendwelche Tipps und Tricks in 3D-Druck, kannst gerne erzählen. ja, Tipps und Tricks haben wir ja auf unserem YouTube-Kanal quasi. Richtige Ja, Antwort. erstmal Schleichwerbung muss kommen. Nee, aber nee, also wenn ihr Fragen habt, wir sind immer da. Also könnt ihr mich auch gerne fragen. Wir haben ja ab dieser Woche, beziehungsweise dann vor Genau, einer Woche. veröffentlicht wird es eine Woche nach dem ersten Genau. Open Lab Day. Also Das am. heißt, genau, jetzt haben wir wieder Open Lab Days, jeden Mittwoch von 9 bis 19 Uhr. Könnt Genau. gerne vorbeikommen, auf unserer Webseite ein Zeitfenster buchen. Genau, wir sind auf 5 Leute, glaube ich, limitiert so. Genau. Ja, aber die Dann ist Geräte stehen wieder vollständig zur Verfügung. genau. Ja, Und unsere und Hilfe auch. Also, genau, wir sind ja auch genau. dafür da. Ja, und jetzt die letzte Frage. Hast du eine Frage an mich? Oh, eine Frage an Lee. Ja. Das kam jetzt überraschend. Nicht vorbereitet. Nee, gar nicht, leider. Wir können das gerne mal so machen, dass du ein Interview mit mir machst, dass ich auf dem Ja, anderen auf Stuhl jeden Fall. Aber sitze. da denke ich mir vorher ein paar Fragen aus. Aber nee, was benutzt du hier am liebsten? Was macht dir hier am meisten Spaß? Das habe ich auch in unserer Vorstellungsrunde auf Insta auch beantwortet. Schwer zu sagen. Ich kombiniere wirklich super gerne die ganzen Geräte. Also kommt auf das Projekt an. Also wahrscheinlich 3D-Drucker benutzt man am häufigsten. So wie überall hier im Moment, ne? Also 3D-Drucker ist so, Ja, geht ist immer. schon der Mittelpunkt. Ja, aber sonst Lasercutter, damit kann man ja auch super viel machen. Jetzt gerade habe ich da versucht, so ein kleines Flugzeug zu bauen, was jetzt auch einigermaßen vernünftig fliegt. Oh, ist doch schon gut geworden. Also, fliegen Ja, kann's. dafür, wie einfach die Konstruktion ist, fliegt das echt gut. Ja, also ich kombiniere am liebsten die ganzen Geräte. Und mehr kann ich ja bei unserem nächsten Podcast Ja, du meinst immer so beantworten. stückchenweise, ja? Du. Genau, mehr werde ich jetzt nicht verraten. Irgendwann schneiden wir einen Podcast von dir zusammen, einfach. Genau. Ja, super. Dann danke ich dir, dass du heute da warst, dass du meine Einladung Ja. angenommen hast. War super schön und Das hat ja, Spaß gemacht. fand ich auch. Dann bedanken wir uns auch für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns entweder beim nächsten Online-Workshop oder am besten hier vor Ort beim nächsten Open Lab Day. Dann Macht's müssen wir gut. es nicht mal aufzeichnen.
Genau. Könnt ihr uns auch so beim Reden zugucken. Macht's gut. Tschüss. Ciao.